Hallo zusammen, mein Name ist Laura Freiger. Wenn ihr mich nicht kennt, cool. Wenn ihr mich kennt, auch sehr cool. Ich bin Profifußballerin bei Eintracht Frankfurt und der deutschen Frauennationalmannschaft. Und ich freue mich sehr, mit Vogue zusammen euch ein bisschen mitzunehmen. Wir haben nämlich im Sommer ein großes Turnier, und zwar die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Für uns eine Riesensache. Wir hoffen natürlich, den Frauenfußball ein bisschen mehr unter die breite Masse bringen zu können. Deswegen dachte ich, ja, nehme ich euch mal mit, zeige euch vielleicht ein paar interessante Einblicke in nächster Zeit. Was mache ich so den Tag über? Wie sieht so mein Alltag überhaupt aus? Was koche ich? Alles, was euch interessiert. Und dann gucken wir einfach mal, wie es wird. Jede Menge Spaß. Ich bin Clara Bühl und spiele für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft. Am Fußball begeistert mich am meisten die Leidenschaft, die Emotionen und Tore sowie Siege mit meinen Mädels auf dem Platz zu feiern. Vor allem in den englischen Wochen ist die größte Herausforderung, Zeit für sich zu finden und natürlich auch die Zeit mit der Familie und mit Freunden. Für die Zukunft des Frauenfußballs ist sehr wichtig, dass wir ja Anerkennung und vor allem Sichtbarkeit bekommen, da viele Menschen von Ereignissen oder Spielen nichts wissen und deswegen uns leider auch nicht unterstützen können. Ich bin Jule und heute ist der erste Tag, den ich euch über mitnehme. Mein Tag beginnt heute mit einer frühen Trainingseinheit. Wir haben jetzt 9 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Training. Training ist jetzt rum. Jetzt hole ich was zum Essen ab und fahre dann zu Bex. Hallo, Vicky B! Essen! Guten Appetit! So, Dankeschön. Dankeschön. Wir haben 15 Uhr, ich weiß gleich nach Hause, machen Mittagsschlaf noch und dann gehen wir heute Abend wahrscheinlich noch mit Pause der Mannschaft auf die Kerwe hier in Wolfsburg. Was ist das? Aber so habt ihr mal einen Einblick bekommen, wie ein freier Tag von mir aussieht, wenn wir morgens trainieren, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin die Julia Quinn, ich spiele Profifußball beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft. Am Fußball begeistert mich am meisten natürlich, mit dem Team zusammen Erfolge zu feiern, ja, Titel zu gewinnen, aber auf der anderen Seite auch, dass man einfach die Chance hat, Menschen zu inspirieren und mit dem, was man tagtäglich tut, einfach Menschen zu begeistern und zum Frauenfußball zu bewegen. Für die Zukunft des Frauenfußballs wünsche ich mir vor allem, dass die Entwicklung, die wir angestoßen haben, genauso weitergeführt wird, dass einfach eine Sichtbarkeit da ist, dass Plattformen geschaffen werden, wie sie eh schon da sind, dass wir auf große Stadien ausweichen dürfen, dass die Zuschauerzahlen noch höher werden und dass einfach die Aufmerksamkeit im Allgemeinen, auch medial, für den Frauenfußball genauso gepusht wird und dass wir, glaube ich, eine Bühne bekommen, die wir uns auch verdienen. Ich bin Sydney Lohmann und spiele beim FC Bayern und in der deutschen Frauennationalmannschaft im zentralen Mittelfeld. Einfach die Freude daran, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und Spiele zu gewinnen. Für mich als Fußballerin ist die größte Herausforderung auf dem Punkt, für die Spiele fit und gesund zu sein und zu performen. Für die Zukunft des Frauenfußballs wünsche ich mir, dass die Entwicklung, die wir gerade erleben, so weitergeht, dass wir viele Menschen begeistern können und dass vor allem junge Mädels uns als Vorbilder sehen und auch mal in unsere Fußstapfen treten möchten.